Herzlich willkommen im neuen Abschnitt. Ihr seht es, wir sind nicht mehr in Ägypten. Hier ist kein Sand mehr. Hier ist Eis. Wir sind nämlich jetzt in... wo sind wir denn? In Tibet sind wir. Und zwar in der Mine Technical Station. So heißt das Level. Ja, durch das Loch hier werden wir wahrscheinlich gekommen sein. Oder es hat Z94 so gemacht, damit es hier schön reinschneiden kann. Eins von beiden wird es gewesen sein. Naja, ich habe übrigens noch mal den Endkampf gespielt, damit wir eine Ausgangssituation von zwei großen Medipacks haben. Weil ihr wisst ja, wir haben nicht viele. Und deswegen habe ich das einfach noch mal gespielt, um jetzt eine bessere Ausgangssituation zu haben. Okay, stürzen wir uns in das neue Level, erforschen die Mine Technical Station und genießen erstmal wunderbare Musik. Wir müssen nämlich nach hier, das weiß ich noch. Da oben kommt man später durch das Loch hin und nach unten müssen wir später auf jeden Fall auch. Okay, es geht schon wieder toll los hier, Lara. Was? Gut. Ohne Worte. So, jetzt muss ich mich gleich wieder entscheiden. Rechts oder da hoch? Ich kletter erstmal hier durch. Mal schauen, was wir hier finden können. Und wo wir rauskommen. Tja, super. Schrotmunition. Die können wir gut gebrauchen. Sonst ist hier nichts, gell? Gut, dann gehen wir wieder. Wenn da nichts ist, dann haben wir da auch nichts mehr verloren. Okay, ihr seht das Ganze hier. Tibet, ne? Ist ja eigentlich ein Tomb Raider 2 Abschnitt. Aber wie ihr sehen könnt, ist das Tomb Raider 3 mäßig gehalten. Von Tomb Raider 3 Texturen aus der Antarktis. Da gibt es einen kleinen Widerspruch, den zeige ich euch aber am letzten Level von diesem Abschnitt. Jetzt sind wir erstmal hier in der Mine Technical Station und knöpfen uns so ein paar Schneetiger, Katzen, irgendwas vor. Gut, einen haben wir schon mal getötet, ohne Leben zu verlieren. Das ist doch echt super. Da oben springen sie rum. Und ihr seht das Ganze hier, Antarktis, Tomb Raider 3 Texturen, Feeling. Und der Abschnitt aus Tomb Raider 2, Tibet. Ergänzt sich doch gut, oder? So, ich leite jetzt hier hoch, das dauert mir nämlich so zu lange. Aber ich mache das mit den Pistols, weil wir haben nicht so viel Munition. Gut. Und übrigens, das dritte Level ist dann wieder Tomb Raider 2 mäßig angehaucht. Weil da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wir kommen in ein Kloster. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und das vierte Level von dem Abschnitt finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, das ist sogar mein Lieblingslevel von dem ganzen Spiel. Nein, Lara, nein! Ist das jetzt echt dein Ernst gewesen? Kann die Frau überhaupt was? Hier habe ich gespeichert. Okay. Die Pistolen sind voll schwach. So. Kümmern wir uns erstmal um diese ganzen Viecher hier. In Ruhe. Vier Stück auf einmal. Das ist ja auch ganz schön viel. Also vorhin der noch dazu gerechnet. Super. Geschafft. Speichern wir ab. Und merken, hier ist eine verschlossene Luke. Merken wir uns einfach mal. Kann ich hier hoch? Okay, so war das nicht geplant, aber da scheint nichts zu sein. Es war gerade irgendwie sehr hell hier, deswegen habe ich nichts gesehen. Oh Gott. Jetzt ist es dunkel. Eben war es mir zu hell, jetzt ist es zu dunkel. Naja, gut, da wollte ich jetzt zwar nicht hin, aber kriechen wir mal hier lang. Vielleicht hat sich ja auch hier ein Geheimnis versteckt. Man weiß es ja nicht. Gucken wir einfach mal. Ein schöner Eisgang. Und die Fackeln sehen auch cool aus, finde ich. Hat was. Das könnte sogar ein Secret sein. Jawohl. Wir haben ein Geheimnis gefunden. MP5 Munition. Oh, ich freue mich schon, wenn wir die MP5 finden. Da freue ich mich schon drauf. Gut, ein Geheimnis haben wir mehr. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, schon 11? 11 von 75 Geheimnissen. Ist jetzt der Fortschritt.
Gut, da können wir jetzt wieder rausklettern hier. Ihr seht, da bin ich auch zufällig reingefallen. Das war gar nicht geplant. Weil das ist ja ganz schön dunkel, das Loch hier. Ah, ich sehe was. Schnee, ja. Und ich wusste, dass da die Leiter ist. Ich bin gut. Gut, speichern wir das. Ich überlege gerade. Gab es bei Tomb Raider 2 in Tibet auch schon Schneefallen? Also so ein Schneegestöber? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube generell Regen und Schnee und sowas gab es erst ab Tomb Raider 3, so Wetterbedingungen. Ja, ich meine mich dran zu erinnern, dass erst ab Tomb Raider 3 so Wetterbedingungen wie Schnee und Regen und sowas gibt. Naja. Da werden wir auch nicht hochkommen. Okay. Gehen wir einmal nach hier und stellen fest, da ist eine verschlossene Luke, wo wir nicht hinkommen. Und da ist eine verschlossene Tür, wo wir nicht hinkommen. Das heißt, wir gehen erst nochmal runter hier. Aber nicht so runter, Lara. Habe ich das Geheimnis jetzt schon? Gut, ich habe gespeichert. Sehr gut. Hier können wir drauf. Und eins weiter nach unten. Oder kann ich durch den Gang? Oder komme ich daher? Ich habe schon wieder keinen Überblick mehr. Komme ich daher? Oder habe ich keinen Überblick mehr? Nee, okay, da drüben kam ich her. Hier geht's weiter. Nee, da ist eine verschlossene Tür, wie überall auch. Lassen wir uns mal ganz runter. Wir haben kein Leben verloren, ist das nicht der Wahnsinn? Da liegt Medipack. Jawohl, wir haben drei große Medipacks. Ich glaube, ab jetzt haben wir keine Medipack-Mangel mehr. Und volles Leben, glaube ich, ne? Fast. Fast volles Leben. Drei große Medipacks. Da kann man gar nicht meckern. Gibt es jetzt hier unten auch was zu finden? Also ich hoffe ja mal, dass ich irgendwie einen Hebel finde oder sowas. Oder einen Schalter. Und ich höre irgendwas rumlaufen. Das irritiert mich ein bisschen. Nee, hier ist nichts, oder? Hallo? Ja, irgendwo muss es ja weitergehen. Oder habe ich den... die Stelle übersehen. Nee, ich glaube, ich muss hier nochmal hochklettern. Anders komme ich, glaube ich, nicht mehr zurück, oder? Lara, greif bitte die Leiter. Danke. Jetzt schneidest du nur noch ganz wenig. Ach nee, schon wieder mehr. So. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Ob die Tür vielleicht aufgeht, wenn man da vorläuft. Nee, war klar. Ja, ich denke mal, wir haben irgendwo was übersehen. Ein Hebel oder so. Was ist da drüben? Kann ich da drauf springen? Kann ich schon, aber das bringt mir nichts, oder? Und ich kann's noch nicht mal. Da liegt übrigens Schrotmunition bei dem Ladebild. Die liegt am Ende des Levels nicht mehr da. Das garantiere ich euch. Also, hier, mal gucken. Oder muss ich jetzt, um wieder hochzukommen? Nee, so, egal. Laden und nochmal oben gucken, weil irgendwas haben wir übersehen. Gut, gehen wir halt nochmal hoch. Oder haben wir hier bei dem Eingang irgendwas übersehen? Ich habe keine Ahnung. Glaube ich aber auch. Nee, die Luke ist zu. Das heißt, zurück müssen wir schon mal nicht. Das ist ja schon mal gut. Da wissen wir schon mal, dass wir nicht zurück müssen. Schauen mal hier. Nö. Tja, Lara, hast du irgendwas gesehen? Da war das Geheimnis. Und da drüben waren einfach nur verschlossene Türen. Oder da ist ein Loch. Hier. Ach so, da ist auch eine Luke. Und da ist eine verschlossene Tür. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich unten irgendwas übersehen habe. Deswegen gehe ich jetzt nochmal runter. Ja, geht sogar. Ist das eine Leiter? Nee. Na, gucken wir hier nochmal alles genau ab.
Und was ich jetzt wirklich mal loben muss, Lara ist von Tomb Raider 2 zu Tomb Raider 3 schlauer geworden. Guckt sie euch an. Bei Tomb Raider 2 hat sie in Tibet nur ein langes Oberteil und ja, keine lange Hose angehabt. Jetzt hat Lara eine lange Hose an. Das hat mich bei Tomb Raider 2 schon immer gestört, dass Lara mit kurzer Hose rumläuft, aber dafür so eine fette Jacke anhat. Das fand ich schon immer komisch. Die Frau hat tatsächlich dazugelernt. Aber leider lerne ich hier nichts dazu. Ach, ihr habt euch bestimmt schon am Kopf gepackt. Ich habe das echt übersehen. Gut, wir haben eine Luke geöffnet. Wo? Das erklärt ihr mir jetzt mal. Wo kommen die Viecher denn jetzt her? Das müsst ihr mir erklären. Wo um alles in der Welt kommen die Viecher jetzt her? Das kann ja nicht wahr sein. Aber cool aussehen tun die schon. Ich glaube, die haben einfach die Tiger aus Tomb Raider 3 genommen und weiß mit schwarzen Streifen angemalt. Einfach mal so eine schwarz-weiße Textur dran geklebt. Und da gab es die nicht schon bei Tomb Raider 2, du Golden Mask? Ich erinnere mich nämlich an den Albtraum in Vegas. Da waren die nämlich irgendwie ausgestellt. Die Viecher, glaube ich. So sahen die, glaube ich, aus. Ach, da muss ich hoch. Okay. Und ich würde natürlich jetzt gern wissen, wo sich die Luke geöffnet hat, weil es gab ja so viele. Und wo ich hin muss, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Lara da hoch muss. Und sie macht es nicht, weil sie mich ärgern will. Danke sehr. Oh, die Lara macht einen echt fix und fertig manchmal. Nicht nur in Ägypten, nicht nur bei Search for the Golden Mask, auch hier bei Sacred Emerald in Tibet. Speichern. Ach so, und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das Spiel The Sacred Emerald heißt. Ich habe immer Sacred gesagt, ihr wisst ja, Englisch ist nicht mein Ding. Also werdet ihr mir das verzeihen. Ich probiere jetzt in Zukunft Sacred zu sagen. Sacred Emerald. Ich probiere es einfach. Obwohl sich das andere bei mir schon ein bisschen eingebürgert hat. So, hier erkennt ihr jetzt spätestens, warum das eine Mine-Technik-Guild-Station ist. Die auch noch bewohnt ist. Bewacht ist, keine Ahnung. Weil hier nämlich Schienen sind. So verwest er? Nee, gell? Und hinterlassen hat er mir auch nichts. Frech wie sonst was. Ach, wir nehmen jetzt mal die Uzis. Weil die Uzis sind cool. Kann man nichts dran machen. Das ist ein Block, das sehe ich doch sofort. Aber der ist cool gemacht, der Block. Ich finde, der ist cool gemacht. Nur der passt nicht so ganz hier rein. In die Umgebung, aber sonst ist der cool gemacht. Bin ich ja mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Bei einer Schiene, und was höre ich da? Die hören sich an wie Tomb Raider 2 Gegner. Hört ihr das? Die atmen wie die Tomb Raider 2 Gegner. Das sind sogar Tomb Raider 2 Gegner. Ich will das Medipack nicht nehmen. Obwohl, ich habe ja drei Stück. Nach dem Gegner nehme ich ein Medipack. Kriegst Leben nicht angezeigt, aber das weiß ich auch mittlerweile teilweise. Fackeln und Uzi-Munition. Aber die Uzi spare ich mir jetzt nochmal ein bisschen auf. Ich nehme die Schrotflinte für den nächsten Gegner. Schieben ist nicht drin. Und hier ist eine Lore. Aber ich kann euch gleich enttäuschen. In dem Spiel gibt es noch öfter Stellen, wo ihr so Loren seht. Man kann mit diesen Dingern leider in diesem Spiel nicht fahren. Es gibt kein Level, wo man mit Loren durch die Gegend fahren kann. Ich finde das eigentlich immer sehr amüsant und sehr schön. Aber das geht hier leider nicht. Wenn jetzt die Tür aufgeht. Wahnsinn. Wahnsinn. Da hätte man ja überhaupt nicht drauf kommen können. Nein. Ist das ein Block? Nee. Okay, wir klettern jetzt wieder eine Leiter hoch.
Und da oben ist bestimmt der Hebel, der die nächste Luke öffnet. So stelle ich mir das vor. Super, wieder hast du ein Rätsel. Was ist das denn, Lara? Habt ihr das gesehen? Die Frau macht manchmal Sachen. So, speichern. Und die Textur finde ich auch sehr cool hier. Sieht geil aus. Sehr cool. Schrotmunition. Welche Waffe haben wir gezogen? Die Schrotflinte. Welche Munition können wir gebrauchen? Schrotmunition. Yeah. Okay, super. Gut reagiert. So. Wir hangeln jetzt darüber und dann beenden wir auch schon die Folge. Weil die Zeit rum ist und es in der nächsten Folge weitergeht. Aber erst hangel ich noch hier rüber. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ich denke mal an dem Hebel oder sowas. Gut, ich dachte jetzt schon, aber wir können ja um die Ecke hangeln. Ist ja kein Ding. Und weiter hoch. Hoch hinaus. Haben wir es bald, Lara? Ja, da drüben ist der Hebel, den wir dann in der nächsten Folge ziehen. So, wir sehen uns dann. Macht's gut.